Mittlerweile sind zwei ohne Werkzeug. Oi, oi, oi. Ach komm, es muss doch hier irgendwo mal ein Händler vorbeikommen. Gesundheit ist wieder ein wenig hochgegangen. Sehr schön. Es freut mich. Minuten, die ich hier schon wieder aufnehme, alter Schwede. Das vergeht ja so schnell, die Zeit in diesem Spiel. Da bastelt man ein bisschen was, dann baut man da wieder ein wenig was, zack, zack, und der Tag ist vorbei, mehr oder weniger. Und ich hätte noch so viele andere Dinge, die auch aufgenommen werden müssten. So, Mass Effect und so, ne? Wäre auch schon mal höchste Zeit. Oh, 18. Leute, wir haben, ja, schön, einen Bauarbeiter mehr. Und den anderen, den stellen wir ein als Händler oder was uns Essen bringt. Oh, zwei Leute mehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bauen wir einen Händler und einen Kräutersammler. Damit wir vielleicht eine höhere Chance hier haben, dass da wer kommt. Wichtig sind auch die zwei Bauarbeiter. Dann geht hier auch schön was weiter. Genau, 32 von 32 Eisen, 50 von 55 Steinen. Das heißt, da fehlt auch nicht mehr viel. Mittlerweile laufen schon sechs ohne Werkzeug rum. Sehr schön, alle Steine auch da. Dann baut den Schmied bitte. Und dann als nächstes gleich nebenan. Den Schneider. Damit wir auch genug wärmende Klamotten, wärmendes Gewand haben. So, da geht's dahin, 63% abgeschlossen. Hier ist immer noch keiner da. Jetzt. 70% abgeschlossen. Geht's auch langsam bergauf. Ups, Frame Drop. Ja, aber nicht die Welt drinnen. Sechs Gewand haben wir noch. Sobald der Schmied fertig ist, geht es hier mit der Schneiderei weiter. Immer noch keiner da von den Händlern. Da könnte durchaus mal einer kommen. Prozent abgeschlossen. Prozent abgeschlossen. Gleich haben wir den Schmied. Und
dann müssen meine Bauarbeiter abziehen. Geht leider nicht anders, aber wir brauchen unbedingt Werkzeug. Eisenwerkzeug, ja, Stahl haben wir nämlich noch keinen. Ja, aktuell gibt es nur einen Bauarbeiter, da kann ich euch nicht helfen. Ihr müsst halt schauen, dass ihr da über die Runden kommt. Wichtig ist ja, dass wir Werkzeug bekommen. Und dann sollte einer eben mal alleine beginnen. Geht's auch bergauf? Haben wir schon einen Ertrag? Nee, dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Steine genug gibt's hier noch. ...98% Ertrag, da werden sie gleich anfangen zu ernten. Ah, hier wurde schon abgebaut, sehr schön. Eisen ist fast aufgebraucht, ja dann... Stein ist sowieso immer aufgebraucht. Werden wir hier auch mal das Zeugwerk hier markieren. Stein ist ja sowieso immer alle, das ist ja nichts Neues. Eisen mittlerweile auch leer. Und hier immer noch kein Händler. Kann ich hier überhaupt gar keine Tiere kaufen, sagen wir mal so. Ja, kein Eisen, dann soll er sich da was abbauen. Da liegt genug Eisen rum. Sonst ziehen wir den Schmied mal ab und gehen zu den Bauarbeitern. Temporär. Schade, dass immer noch kein Händler ist. Hier wird fleißig geerntet, sehr schön. Na da, er baut sich ja schon Eisen ab. Kommt er da nicht, der eine Steinbruch hin? Ach so, da könnte man eigentlich auch schon die Brücke markieren. So langsam müsste der aber zu arbeiten beginnen, der Schmied. Ja, tut er auch schon. Mir fehlen auch nur mehr 4 Steine bei der Schneiderei.
So, sehr schön. Und er beginnt zu bauen, der Bauarbeiter, der eine. Es wäre schön, wenn noch ein paar Kinder erwachsen werden würden. Nach dem Haus wird sowieso hier unten das Haus weitergebaut. Denn wir brauchen noch mehr Häuser, eindeutig. Damit mehr Platz ist für mehr Leute. So, langsam geht das mit den Werkzeugen zurück, das freut mich. Ja, ich weiß, die Werkzeugvorräte sind fast aufgebraucht. Oh, sehr schön. Einen zweiten Bauarbeiter, dann wird gleich wieder ein wenig mehr weiter gebastelt werden. Jetzt könnte dann mal die Mittel kommen, ein Händler ist gekommen. Aber so wie es aussieht, müssen wir auf die noch warten. So, 20 Erwachsene, 7 Kinder. Es geht also wirklich dahin. Sobald hier die Schneiderei fertig ist, werden wir auch wieder ein weiteres Haus bauen. Leute, alter Schwede. 27 eigentlich. Ganz schön viel, was wir da schon haben, muss ich zugeben. Ja, ich weiß, das Werkzeug ist ziemlich alle. Aber der Schmied arbeitet ja heuer schon auf Hochtouren. Hier in Refork. Essen haben wir diesmal nicht so viel, wie es aussieht. Nur 1200. Da hat man schon mal mehr, ne? Ah, Schneiderei wird weitergebaut. Denn wir haben nur mehr drei Gewänder zum Anziehen. Prozent die Schneiderei mittlerweile abgeschlossen. Es geht ja dahin, hier wird fleißig abgeholzt, so wie das sein soll. Dann werden wir hier unten vielleicht eine kleine Steinhaussiedlung basteln. Das wäre vielleicht eine coole Idee. Die Steinhaussiedlung, ne? Damit wir mehr und mehr Leute bekommen können. 97% mittlerweile die Schneiderei abgeschlossen. Sehr schön. Ein Bauarbeiter abgezogen. Eine in die Schneiderei gesteckt. Ja, ich kann aktuell nur Ledermäntel herstellen, denn wir haben nur Leder. Dafür da einiges. Solange kein Händler kommt, wird sich das auch nicht ändern. So, der Bauarbeiter soll hier mit dem Haus beginnen.